Schrift: Amphion erbaute Theben, ich dieses Haus. Mozarts Vater erklärt seinem Sohn, dass der Besitzer des Hauses der berühmte Kastrat Caffarelli ist. In den vielen Jahren seiner Sängerkarriere hat Caffarelli so viel verdient, dass er sich ein ganzes Herzogtum kaufen konnte. Im Theater tritt er nicht mehr auf, er singt nur noch bei religiösen Feiern. Und er lässt sich diese Auftritte bezahlen. Auf den jungen Mozart macht die Geschäftstüchtigkeit des alten Sängers keinen guten Eindruck. Ins Reisetagebuch des Vaters schreibt Wolfgang Amadeus: Signor Caffarelli, ein steinreicher Kastrat, singt in Kirchen, um ein paar Groschen zu verdienen. In den folgenden zwei Jahren schreibt Mozart Opern für das Mailänder Theater. In allen drei Opern werden die Titelhelden von Kastraten gesungen: Mithridate, Lucio Silla und Ascanio in Alba. Ist als Achtjähriger in London von einem Kastraten in die Praxis der italienischen Gesangskunst eingeführt worden. Sieben Jahre später singt derselbe Kastrat in Mailand diese Arie. Gesù, padrone.
ein Jahr nach der Uraufführung von Mozarts Ascanio in Alba im September 1772 kam der englische Musikwissenschaftler Dr. Charles Burney nach Berlin. In seinem Reisetagebuch berichtet er von Friedrich dem Großen. Der König steht in der Oper fast beständig hinter dem Kapellmeister, welcher die Partitur vor sich hat. Er sieht fleißig hinein und hält im Opernhause ebenso wohl auf Disziplin wie in der Armee. Wenn einer unter den italienischen Sängern sich unterstünde, eine einzige Passage in seiner Rolle gegenüber dem in der Partitur geschriebenen zu vergrößern, zu ändern oder zu vermindern, so würde er einen Befehl empfangen, sich genau an die vorgeschriebenen Noten zu halten. Friedrich der Große erlaubt seinen Sängern nicht, während der Aufführung in den Arien zu improvisieren. Er verbietet ein Element der Gesangskunst, der Kastraten, die wesentlich zu ihrem Erfolg beim Publikum beigetragen hat. Die Improvisationen der Sänger haben die Komposition keineswegs verfälscht. Die Komponisten schrieben häufig nur eine Art Skizze, die der Sänger in freier Fantasie ausführte und mit musikalischen Verzierungen veränderte und verändern sollte. Schließlich hatten die Kastraten während ihrer Ausbildung auch Komposition studiert. Es war ganz ähnlich wie heute die Improvisationen beim Jazz oder beim Blues. Friedrich der Große war auch Komponist. Burney weiter. Manchmal sendet der König auch einen Tag vor einer Vorstellung eine neue Arie an seinen Kapellmeister, die dann in die Oper eingefügt wird und man glaubt allgemein, dass er die selbst komponiert hat. Wir besitzen solch eine handschriftliche Komposition Friedrich des Großen. Verzierungen oder wie man in Deutschland damals sagte, willkürliche Veränderungen zu einer Arie von Johann Adolf Hasse. Mit ihr möchte ich Ihnen vorführen, wie solche Verzierungen damals klangen. Nach Hasses Partitur gesungen, hört sich eine Passage der Arie so an. Version Friedrichs des Großen. Friedrich der Große hat im Grunde nur das vorweggenommen, was die Komponisten des 19. Jahrhunderts an den Kastraten auszusetzen hatten. Rossini hat nach einem Versuch nie mehr für Kastraten geschrieben. Er fürchtete, ihre Verzierungen würden seine ausgefeilte Komposition zerstören. Die Heldenrollen von Rossinis frühen Opern sind zwar gelegentlich noch für eine Altstimme geschrieben, aber der Komponist ließ sie bei der Uraufführung lieber von einer Frau singen. Sein Tancredi ist immerhin noch ein Nachklang der großen Zeit der Kastraten, der Zeit der willkürlichen Veränderungen.
Musik.